Moin, jo, heute mal wieder Real Steel Nice und zwar das relativ neue Iris, ein hauseigenes Design von Real Steel. Hier mal so das G-Slip daneben gehalten, da habt ihr auch gleich, also das Kompakt G-Slip, da habt ihr gleich den ersten Größenvergleich. Das minimal länger als das Iris und dann halt hier Liner Lock. Hier der Slip Joint, also da hat man natürlich in der technischen Ausführung Unterschiede. Und das Iris gibt es mit einem Flipper Tab zum Aufwerfen der Klinge, läuft auf Kugellagern. Es gibt das Iris aber nicht nur in einer mannigfaltigen Variation an Griffschalen, Farben. Ganz links haben wir auch noch G10, Carbon Fiber, Laminatverbund. Und es soll das Iris in Kürze auch mit roten G10-Griffschalen noch geben. Da machen wir mal gleich den nächsten Größenvergleich zum Luna. Da kann man sich, glaube ich, ganz gut ein Bild machen. Also sehr ähnlich in den Abmaßen. Ungefähr 17 cm lang das Iris. Flach geschliffene Klinge, kompletter Flachschliff. Sehr fein ausgeschliffen. 0,35 mm. An Material hinter der Phase habe ich hier gemessen, dass bei 2,3 mm Klingenstärke, das sorgt natürlich für sehr gute Schneidergebnisse. Dazu dann noch diese Klinge, die einfach in ihrer Art und Weise hochfunktional, universell ist. Da gibt es kaum eine Aufgabe, die diese Klinge nicht gut bewältigt. Der Griff fügt sich damit ein. Da hat man natürlich jetzt kein ergonomisches Wunder, aber durch den so universellen Aufbau bekommt man hier ein Messer, das absolut tauglich ist. Und zum Iris habe ich da zwei Gedanken. Zum einen halt wirklich ein absolut gelungenes Klappmesser, Taschenmesser, das kommt unaufgeregt her. Aber in dieser ja unaufgeregten Art und Weise ist es halt absolut tauglich. Da macht man nichts verkehrt mit. Schnell im Einsatz über den Flipper. Damit lässt sich gut arbeiten. Der 12C27 Sandvik Stahl, der hat auch die Kante anständig gehalten. Da gehen wir dann gleich noch drauf ein. Nach den Praxisaufnahmen erstmal hier die Nummer noch rund machen und ich bin halt da etwas zwiegespalten. Zum einen finde ich das Modell absolut gelungen. Ich finde es toll, dass es da so viele Variationen gibt. Und auch noch neben dem Flipper gibt es halt den Frontflipper. Da haben wir dann halt keinen störenden Flipper-Tab mehr. Der verschwindet dann halt im Griff. Auch hier Liner-Lock, auch hier läuft alles butterweich. Und die Detent-Spannung ist halt sehr gut gewählt. Dadurch kriegst du den Frontflipper auch mit dem Zeigefinger von oben gegriffen, aufgeworfen. Das Jimping hier ist nicht zu aggressiv gehalten, aber doch griffig genug. Und da lässt sich die Klinge dann halt locker mitnehmen. Gefällt mir dann im geöffneten Zustand noch etwas mehr. Überhaupt die ADG10 finde ich noch ein bisschen ansprechender als hier die normale G10 Flipper Version, aber das ist natürlich Ansichtssache. Und bevor wir jetzt noch darauf eingehen oder ich, wo ich hier eine verpasste Chance sehe bei dem Iris, schiebe ich euch jetzt noch die Praxisaufnahmen rein. Dieses Modell hat sich nämlich als toller Helfer im Alltag bewährt, aber dazu jetzt ein paar ja, bewegte Bilder, Mucke ab.
Jo, 17 schneidfreudige Zentimeter, davon 7,5 Zentimeter flach geschliffen auf die Sandvik-Klinge. Da konnte man alles gut wegarbeiten. Ganz klar, das ist natürlich jetzt nicht das stabilste Messer überhaupt, aber wir haben hier halt den gefalteten Griff super dünn gehalten. Dadurch trägt das auch kaum auf. Wir haben hier einen langen Clip, der das Messer sicher hält. Könnte wegen mir gerne 10% kürzer, kleiner dimensioniert sein, aber hat einen guten Job gemacht. Lässt sich entfernen, sodass du das Messer dann auch recht clean ohne den Clip in der Hosentasche tragen kannst. Dann baut es halt wirklich ultra flach auf und dennoch eine recht hohe Verwindungsstabilität. Generell aber ganz klar gesagt, das ist ein Schneidwerkzeug. Damit solltest du nichts anderes machen, als halt zu schneiden. Da funktioniert es wirklich ganz wunderbar. Und da gab es auch keine Arbeit, wo ich jetzt klagen könnte. Hat alles gut geklappt. 50 Gramm an Gewicht nur. Das verschwindet in der Hosentasche. Also wirklich verschwindend gering in der Hand dann sowieso. Da hat man auch eine hohe Führigkeit in der Handhabung. Und die Kante wurde soweit ganz okay gehalten nach den Arbeiten. Und wenige Züge über meinem Jeansbrett haben dann auch diese Klinge sofort wieder zum Leben erweckt. Das ist so einer der Vorzüge vom Sandvik-Stahl. Hält jetzt nicht unfassbar lang die Kante, aber bei guter Härtung ist das akzeptabel. Lässt sich schnell wieder zum Leben erwecken. Recht rostträge. Nach wie vor eine gute Wahl für Messerstähle. Ich immer ein großer Fan von Jade G10, aber Purple finde ich ansprechend. Hier der G10 Laminatbund vermixt, sieht schön aus. Erdige Farben, Grün haben wir dann auch noch. Klassisch schwarzes G10 ist noch vorhanden. Da hat man also einiges an Auswahl. Wie schon erwähnt, eine rote G10-Version soll da auch noch im Programm folgen. Müsst ihr einfach bei Messer und Co. mal auschecken. Findet natürlich einen Link zum Bezug zu Messer und Co. in der Videobeschreibung. Da danke ich auch Dirk nochmal, dass er mir die Stachel rumgeschickt hat, dass ich die mal ja auschecken konnte. Ich hatte dann dieses Modell, den Flipper mit Coyote G10 in Nutzung. Tolles Messer. Da gab es wirklich nichts zu meckern, aber auch wirklich gar nichts. Und wo ich hier dennoch eine verpasste Chance sehe, ist beim Preis, der liegt bei knapp 40 Euro. Das ist an für sich, wenn man das Iris kauft für diesen Preis, ist das natürlich völlig in Ordnung. Da machst du jetzt nichts falsch und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das unverschämt ist. Und dennoch bei diesem hauseigenen Design, da muss man halt nicht jetzt noch einen bekannten Designer mitbezahlen. Dann ist der ganze Aufbau wirklich einfach gehalten. Das wird ja in Serie in großer Stückzahl produziert. Der gefaltete Griff, die Maschinen sind eingestellt, das hat Real Steel im Griff. Die werden so ein Modell schnell produzieren können. Ganz klar, das möchte ich auch wirklich erwähnen und zwar positiv. Real Steel haut ihre Klingen, zumindest was mir so in die Hände kommt, wirklich immer toll scharf raus. Also da gibt es ein Augenmerk, eine Kontrolle, die gut greift. Da habe ich selten was zu meckern in den letzten Jahren gehabt. Und das ist natürlich, sowas kostet dann Zeit, da brauchst du gute Leute, die das können. Das will ich gar nicht absprechen. Dennoch denke ich, dass das Iris wirklich ein Modell ist, das man für recht kleines Geld produzieren kann, wenn du ein Serienhersteller bist. Dann mit den 12C 27 Sandviken, ja, ein vernünftiger Stahl, der aber nicht besonders teuer ist. Das ist also ein Modell, wo ich mir doch fast sicher bin, da könnte man andere Preise veranschlagen. Und da sehe ich halt die verpasste Chance. Mit dem Iris hätte man mal wieder ein Real Steel Modell am Markt platzieren, positionieren können zwischen 25 und 30 Euro, das halt schlicht, aber total brauchbar daherkommt. Kannst du als Backup nutzen, als EDC nutzen, ganz klar, nicht 42A konform. Natürlich klar erwähnt, da Einhandöffnung und Liner Lock. Dennoch, wer das machen möchte, der würde hier ein astreines Arbeitsmesser bekommen, also für Schneidaufgaben. Und Real Steel hat sich über die Jahre einen guten Namen gemacht und völlig zu Recht, wie ich finde, ist eine meiner Lieblingsmarken, hat ganz viele tolle Modelle am Start. Und wenn es da dann mal wieder ein Messermodell gegeben hätte, für halt unter 30 Euro, das wäre doch was Feines gewesen. Da hätten dann viele bestimmt aus Interesse einfach mal zugegriffen. Bei 40 Euro sieht das schon ein bisschen anders aus. Ich weiß, es sind nur 10 Euro, aber
Da ist dann die Auswahl schon so riesig. Auch für 30 Euro bekommt man schon sehr viele gute Messer. Da denke ich wirklich, da ist eine Chance vertan worden. Da hätte man vielleicht Punkte sammeln können in der Community. Da hätte man noch mal richtig ein Modell auf den Markt schmeißen können, das viele Freunde, Liebhaber, Käufer findet, einfach weil es wirklich sehr gut gelungen ist. Hier, ich finde hier nichts zu meckern. Das ist rundum ein gelungenes Modell. Das funktioniert gut. Einzig der Preis, da wünschte ich mir wirklich, der läge bei unter 30 Euro. Da hätte man einen tollen Knaller, ein Real-Steel-Modell gehabt, das viele überzeugt hätte. So ist der Preis okay, aber muss sich halt mit sehr vielen anderen Mitbewerbern ja, um die Gunst der Käufer schlagen. Da hat man natürlich Slipjoint-Modelle wie das Luna. Das ist ein ähnlicher Preisrahmen, um die 40 Euro, je nach Shop. Vielleicht 1, 2 Euro mehr, vielleicht 1, 2 Euro weniger. Aber da hast du dann auch wieder einen großen Designer dahinter. Dann hast du Alox-Modelle von Victorinox, wie so ein Pioneer. Wenn du da nicht besondere Sammelmodelle hast oder limitierte, dann wirst du da im ähnlichen Preisrahmen fündig. Die silberne Version sowieso. Beim G-Slip sieht es ähnlich aus. Bin mir zwar nicht ganz sicher, wo das aktuell liegt. Ich denke auch, da zahlst du eher jetzt so ein Fuffi für. Aber zur Einführung lag das halt bei knapp unter 50 Euro. Und dann hat man auch alte Modelle wie hier das Chill RJ Martin Design. Das ist schon ziemlich lang am Markt. Ich glaube, das kam 2009 raus. Minimal länger, aber hier hat man halt, ja. Eine eingedampfte Kastenversion, natürlich dann halt wirklich sehr schlicht, sehr low budget, aber doch klar erkennbar. RJ Martin läuft hier auf Gleitscheiben, hat glaube ich den 8CR13 MOV verbaut. Auch Liner Lock, super dünn im Aufbau. Ich glaube, das Chill, das liegt so bei ungefähr 50 Euro. Und da hast du halt dann ein Design, das gefällig ist. Sehr dünn, sehr leicht im Aufbau. Hier die hohlgeschliffene Klinge, auch schneidfreudig. Da gibt es also einiges am Markt, was Konkurrenz darstellt. Und das ist natürlich für jede Company heutzutage ein Problem, weil es wirklich so viele gute Messer gibt. Ganz zweifelsohne gute Zeiten für uns. Und dennoch, da ich ja wirklich ein großer Real Steel Fan bin, ein bisschen schade, dass dieses tolle Modell Iris nicht nur ein hervorragendes Messer, Arbeitsmesser darstellt, sondern in meinen Augen auch eine, ja, eine verpasste Chance. So ein Frontflipper hier, auch wenn das nicht meine erste Wahl ist. Viele mögen das und hier ist das wirklich gut gelungen. Sowas für, ja, für 30 Euro wäre doch ein Knaller gewesen. Aber das sind meine Gedanken. Gerne mal eure zu reintackern, wenn ihr welche dazu habt. Vielleicht hat einer von euch das Iris ja in der Nutzung. Gerne mal reintackern, in welcher Version und wie euch das Teil gefällt. Ja, ich bedanke mich bei Messer und Co., dass er mir die Modelle mal rumgeschickt hat, dass ich die mal auschecken durfte. Ja, wie schon erwähnt, Link zum Bezug in der Videobeschreibung. Und dann verbleibe ich wie immer mit All Knives are great. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.